Lol, der hat einen Zielscheibe auf der Brust. Das ist auch sehr gut. So. Wir machen einmal den hier. Der kann ja auch nicht schaden. Ob offensichtlich doch. Einmal wieder zu Sam. Moment. Nein, Sam springt noch nicht. Da springt der im Hintergrund runter. Ihr habt es genau gesehen. Da springt der im Hintergrund runter. Bist du denn bescheuert? Du dummer Scheißhobbit, ey. Also manchmal, weißt du... So, komm her hier. Sorry. Los. Fesseln durchtrennt. Sehr schön. Gollum, leg los. Der kleine Klettermax, der. Der lausige Büb. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen, ne? Sei mal ein bisschen clever. Ja, genau. Mach das Tor auf und... Naja. Ich sag nichts. Wo geht's hier hin? Ah, okay, da gab's irgendein verstecktes Bild, würde ich mal sagen. Oh, das ist ja fies. Okay, wir müssen zu Faramir wechseln. Mach doch... Alter. Ich komme mit dem... Ah! So. Ich komme mit dem scheiß Joystick nicht zu Faramir. Hier lang. Glaube ich. Ja. Schnell mit dem Bogen einmal agieren hier. So geht's nämlich. Die warten da hinten schon wieder. Ach, und da war ein blauer. So, den nehmen wir mit. Blaue nehmen wir immer mit. Die lassen wir nicht einfach liegen. Die sind ja mit die am wertvollsten. Neben den lilanen natürlich. So, dann machen wir einmal hier die beiden Platten weg. Hier auch noch die beiden Platten weg. Können wir hier durch? Noch nicht. Jetzt können wir einmal hier einsetzen. Und hier durch. Na, komm. Komm doch, komm doch. Mach es doch, Mensch. Da ist doch schon so ein... Hallo? Könntest du jetzt bitte mal darauf springen? Oder muss ich von da oben irgendwo? Nö. Eigentlich müsste ich von da. Halt dich doch da fest, du mal. Ach so. Na, wechsel. Komm. So. Hab's schon begriffen. Genau. Jetzt kannst du mehr Golder ohne Probleme nämlich hochklettern. So nämlich, genau. Na komm schon. Jetzt wieder da unten. Achtung! Säule fällt. Lol. Auf mich. Clever. Sam, könntest du bitte mal? Was sagt die Zeit eigentlich? Die Zeit sagt, dass wir schon längst durch sind. Wollte ich nur mal gesagt haben. Eine Blume in Osgiliad. Yay. Blauer. So, den blauen nehmen wir mit. Hier noch einmal Feuer machen. Ich bräuchte bitte mal einen Safe Point. Einen Safe Point bräuchte ich bitte. Aber irgendwie... Alter Falter. Oder so. Das ist ein Fall für... Faramir. Der sich dann purer Faustkraft durchhaut. So, jetzt mach den Balken hier kaputt. So, schön. Noch schnell einmal hier durch. Ist hier vielleicht irgendwo ein Safe Point? Speicherpunkt, hallo? Speicherpunkt. Ich suche einen Speicherpunkt. Sieht nicht so aus. So, jetzt gibt's den... Hallo? Ich hab gesagt, jetzt gibt's den...
bleiben die schon wieder in der Wand hängen. Das ist so ein Kotten. Geht doch. Der hat aber nicht genau auf die Schild, auf die Zielscheibe getroffen, möchte ich nur mal gesagt haben, ne? Da bin ich ja dann detailverliebt und hätte das ganz gern so. Da ist ein Steg, warum weiß keiner? Okay. Angeln oder was? Achso, Moment. Damit wir einen Fisch bekommen. Was machen wir mit dem Fisch? Keine Ahnung. Haben wir es jetzt vielleicht bald mal? Wenn du keinen Fisch findest, dann sag's einfach, lol. Oder so. Sehe ich dann auch ein, okay. Mach schneller. Geht doch. So. Vor allem, wie lange der jetzt gebraucht hat, um die Scheiße daraus zu angeln. Was soll's, was soll's. So, los geht's. Doch, geht es, Feuer. Ach, da ist schon wieder dieser beschissene Drache, ey. Faramir, könntest du mal bitte? Wir sind ja in einer leicht, heiklen Lage. Wo wir deine Unterstützung gebrauchen könnten. Und ich befinde mich schon wieder in einer Doppelfolge, merke ich gerade. Und der war schon mehr in die Zielscheibe. Den fand ich schon wieder besser. Ey, geh weg da. Ja, sicher macht er alles kaputt. Natürlich. Hallo. Ey, der schlägt mich die ganze... Da kann ich doch gar nicht. Der schlägt mich die ganze Zeit während der Zwischensequenz. Und dann kann ich mich wieder bewegen, wenn der mich killt oder was. Nee, da raste ich aus. Nee, sorry. Aber da geht's mir auf den Piss dann. Dann brauch ich's auch nicht mehr, weißt du? Ey. Wenn das Spiel nicht von mir gespielt werden will, ja, dann muss ich mich auch nicht zum Affen machen. Frechheit sowas. Finde ich nicht okay. So, Moment. Und wieder zu Frodo. Das kaputt machen, bumm. Das kaputt machen, bumm. Das kaputt machen, bumm. Und dann bitte einmal... Na los. Yay, eine Treppe. So toll haben wir die gebaut. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen. Alter Falter. Nein, Frodo. Nein. Geh da weg. Geh da weg. Ah, wenn ich diesen Controller drücken muss, bis ich sterbe. Ist doch lächerlich. Naja. Eine Gutes hat die ganze Sache ja auch dann voll ins Auge oder ins Nasenloch. Ich bin mir da nicht so sicher. Geh down, Junge. Oh, gondorianische Soldaten. Gib mir den Ring. Gib ihn mir. Lasst sie frei. Ich denke, nun verstehen wir einander, Frodo Beutlin. Da scheint Faramir der bessere, Gefährte zu sein. Versprochen, dass euch nichts passiert. Ah, Baumbart. Was ich verspreche, passiert. Das ist auch geil. Was ich verspreche, das passiert. Ist ein sehr überzeugender Mensch. Die Ents marschieren los aus dem Fangornwald. Bereit, um ein paar Urukai und Orks mächtig in den Arsch zu treten. Freunde, die Ents ziehen in den Krieg. Ja. Jawohl. Boah, dann geht's ja. Alter Falter. Hier geht's ja sogar richtig gleich los. Dann jetzt aber mal hol dich hier. Baumbart, leg los.
Und jetzt wirf die Scheiße kaputt. Ah, okay, das sind also zwei Level. Also Osgiliad und hier Isengard mit den Orks kaputt hauen. Ist also ein und dasselbe Level grob genommen. Und da sind die Punkte dann zusammengeführt. Das ergibt sogar Sinn. Jawohl. Yay. Wuhu. Komm, mach mehr. Mach mehr kaputt. Upsala, der war scheiße. Kann ich das nicht auch einfach so? Ja, naja, geht auch viel einfacher. Was soll ich da die ganze Zeit machen, du Scheiß? Boah, jetzt hier. Schön Rapid. Jawohl. Gib ihm. Gib ihm richtig krass Fett und so. Jetzt können wir die Orks so richtig schön kaputt machen. Na, so nämlich. Jawohl. Boah, das gibt gut Punkte. Achtung, nicht reinfallen, mein Bruder, nicht reinfallen. Das muss nicht sein. Immer schön hier die Orks kaputt machen. Hier, den Turm. Jawohl. Achso, der ist eine Brücke geworden. Der Turm ist jetzt eine Brücke, sehr schön. So. Das machen wir jetzt auch noch. Oh, das Händen will ich auch noch kaputt machen. Das Riesenrad. Ja, ne, das ist glaube ich, eigentlich nur ein Wasserrad, aber das will ich kaputt machen. So. Und das hier ist ein Wasserspeicher. Ja, sehr schön. Kann ich jetzt den hier kaputt machen? Nee. Okay. Das sehe ich aber auch ein. Weitermachen. Noch eine Truhe gefunden. Sehr schön. Bam. Es ist schon heftig, ne? Wenn da so Bäume anmarschiert kommen. Ich glaube, die Orks können da gar nichts machen. Die haben da ja gar keine Schnitte gegen. Schon heftig. Jetzt marschieren wir weiter. Wir haben hier immerhin Folgen aufzunehmen. Obwohl die... Jetzt... Okay, ich musste kurz, ja, ich habe gedacht, der stürzt jetzt ab. Immer schön, eins nach dem anderen. Jawohl. So ist das schön. Dann marschieren wir mal ein bisschen mehr. Kann ich eigentlich auch einfach nur umlaufen? Einfach nur gegenlaufen? Ja, das ist viel besser. Dann laufen wir einfach so. Guck mal. Müssen wir auch gar nichts machen, kennt man ja. Ach, wir müssen da aber irgendwas an dem Turm zerstören, glaube ich. Gucken wir mal. Da ist ein böser... Oh, oh. Da ist ein böser, böser Urukai. Sehr schön. Aber ich glaube, das ist nur... Oder ist das Pflicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Pflicht ist oder nicht. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Da ist der Wasserspeicher, okay. Hat's geklappt? Ja. Hat es selbstverständlich. Alles damit kaputt machen, jawohl. So. Beweg dich. Beweg dich weiter. Und einfach ein bisschen werfen. Einfach so. Just for fun. Ah, wir müssen da hinten zu dem Staudamm hin. Wie im Film. Natürlich auch. Das ist ja gar kein Problem. Brecht den Damm. Befreit den Fluss. Wuhu! Dann einmal den hier. Würde ich mal so schätzen. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir den hier schon mal mit. Dagegen hauen. Auch sehr schön. Komm, kletter mal hier. Wirst du wieder hochklettern können. Das ist ja lächerlich. Das ist ja so lächerlich, Leute. Komm, hier hochklettern. Jawohl, jawohl, jawohl. Dann machst du dir hier deinen Weg wieder frei.
Oder haust einfach auf den... Ich will da den Dings umkippen, den Turm. Hallo. Jetzt nochmal. Und wir, das klappt nicht. Dann raste ich schon wieder aus. Es geht doch. Man muss nur ein bisschen drohen, dann kommt man auch weiter im Leben. Also, nehmt euch das jetzt nicht als Vorbild. Achso, Moment. Entschuldigung. Ja, ich hab's verpasst. Tut mir leid. So, jetzt aber hier. Moment. Und. Oh, bisschen Power rein. Oh, ist das anstrengend. Ist der wieder schwer, der Damm? Halt, der Falter. So. So ist das sehr gut. Und hier auch nochmal ein bisschen pushen. Morgen Gymnastik und so. Huh. Zwischensequenz. Ja, Saruman, da kannst du, dumm aus der Wäsche gucken. Lol, da surft der Baum. Boing. Ein Elch. Meine Herren, willkommen in Isengard. Junge Meister Gandalf, hier gilt es, mit einem Zauberer fertig zu werden. Und da muss Saruman bleiben, unter eurer Aufsicht, Baumgart. Er hat keine Macht mehr. Das Palantir von Saruman. Bei meiner Gurke. Peregrin Tuck. Hat er gerade gesagt, bei meiner Gurke? Halt dich. Es heißt Birke und er sagt Gurke. Was, glaube ich, sehr... Lol, unter seinem Bart. was ziemlich pädophil ist. Ich glaube, Baumbart ist ein pädophiler, uralter, großer Baum. Das macht mich jetzt gerade im Kopf ziemlich, ziemlich kaputt. Osgiliath, Schrägstrich Isengard, Level abgeschlossen, kein wahrer, schade. Aber was soll's. Trotzdem dafür mächtig Kohle gescheffelt. Aber mächtig, mächtig Kohle gescheffelt. Ein Entwurf freigeschaltet von irgendwas, keine Ahnung. So, speichern bitte. Bitte speichern. Geschichte fortsetzen? Nee, setzen wir nicht fort. Jetzt müsste er mich eigentlich ins Hauptmenü. Lol. Dann setzen wir sie doch fort. Töte sie beide. Und dann nehmen wir den Schatz. Und wir werden der Herr sein. Ja, nein, nein. Ist zu gefährlich. Ist zu gefährlich. Wir könnten sie es tun lassen. Ja, sie könnte es tun. Und wir nehmen ihn, sobald sie tot sind. Der gute alte Gollum. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woher Gollum eigentlich kommt, so an sich der Name. Ist es einfach nur quasi ein Kosename für das Geschöpf, oder? Hm. Auf jeden Fall ist Mordor zum Greifen nah. Damit haben wir Lego, der Herr der Ringe, die zwei Türme abgeschlossen. Na, ist es nicht schön und wir überziehen maßlos, was mich einfach nur beim Hochladen viel, viel mehr Stunden kosten wird. Oh Gott. Ah, wir können überspringen, sehr schön. 16,8% insgesamt abgeschlossen, was, ja, ich glaube, das geht irgendwie nur bis, also ich glaube, das zählt wirklich ja alles, ne? Ich glaube, 100% sind dann wirklich mit allen Nebenquests alle Münzen, oder? Also ich glaube, bei 30% oder so ist dann Schluss für uns. Da haben wir schon ein gutes Stück geschafft. Könnt ihr mal sehen. Ich glaube, ich setze mich gleich noch in die Call of Duty-Aufnahme. Da müsste mal wieder was kommen. Mal gucken. Das wird ja auch nicht mehr lange gehen. Ja, ich denke. Ich denke, ich setze mich gleich noch in Call of Duty rein. Mal gucken. Bitte, 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 mach jetzt schneller hier. Bitte. Ach egal, der Ladescreen wird sowieso 3 Jahre dauern. Darum sag ich...
Tschüss, auf Wiedersehen, haut da rein, Leute. Es war mir wieder ein Fest und ein Vergnügen. Habe ich gleich 3 Folgen aufgenommen, wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, hab da wieder mal einmal keine Anmod und Abmoderation. Naja, passiert. Dafür heute ganz besonders toll, sag ich. Auf Wiedersehen, haut rein. Es schneit wie an der Antarktis. Und darum sag ich, geht raus, baut einen Schneemann, der aussieht wie Frodo und mit einer Gollum-Nase. Und von daher, tschüss, haut rein.